Und damit herzlich willkommen zurück hier wieder bei Dreamfall Chapters in der Geschichte von Kian. Und wir sind auf der Suche nach der geheimnisvollen Anna, die sich in einem an einem höher gelegenen Ort befindet, wo man die Altstadt überblicken kann. Ich habe keine Ahnung, wo dieser sein soll und wie ich dorthin gelange. Ich hätte vielleicht noch mal klugerweise auf die Karte gucken können. Also ganz offensichtlich und ganz super wäre natürlich der riesige Turm. Da kann man ja so ziemlich alles überblicken. Ich glaube aber nicht, dass der gemeint ist. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob das direkt in der Altstadt sein soll. Ich gucke mal kurz auf die Karte, ob hier vielleicht ein größerer Turm eingezeichnet ist. Ja? Shady Cay, The Magic Ghetto, Source Gate, ja, Up Next is a Boat, The Journey's Inn, Journeyman's Inn. Was ist denn die... Das E ist das magische Ghetto, ja. Ich sehe hier auch keinen Turm oder so. Die Stadtmauer wird natürlich Möglichkeit bieten, das zu überblicken. Oder aber auch hinten der Leuchtturm. Ich glaube, der Leuchtturm ist gemeint. Doch, das finde ich jetzt irgendwie den interessantesten Anhaltspunkt. Der ist zwar weit weg von der Altstadt, aber man kann sie komplett überblicken. Ja, wir versuchen mal unser Glück. Wohin geht es eigentlich hier? Hier war ich noch gar nicht. Oh, auch ein Turm. Aber keine... Oh, doch... Oh, er kann Treppen gehen. Wahnsinn. So. Aber hier geht's nicht weiter. Hm? Nee, nicht wirklich. Oh. Wie man sieht, sieht man nichts. Komisch, was soll ich denn dann hier in der Ecke? Ist auch einfach nur zum Sightseeing. War ich hier überhaupt schon mal? Hier war ich, glaube ich, noch gar nicht. Hm? Gott, die sehen aber nicht glücklich aus. Das war der Sklavenbrunnen. Irgendwie tun die mir leid. Das sind zwar Steine, aber sie tun mir leid. Naja, gut. Es ist ja nicht Sinn und Zweck hier, irgendwelche Statuen zu befreien, sondern wir müssen Anna finden. Das ist auch ein sehr hoher Turm. Hier gibt es so viele Türme. Woher soll ich wissen, welcher gemeint ist? Darf ich mich hier wieder frei bewegen? Anscheinend. Sehr schön. Darf ich hier durch? Nein? Oh, komm, die Idee war doch so super. Ah, schade. Da ist noch so ein hoher Turm. Hm. Na gut, wir gehen direkt mal wieder Richtung Altstadt und behalten einfach mal höher gelegene Gebäude im Blick. Bei der Göttin, ich hab's satt. Nacht für Nacht hier zu stehen, ohne... Immer dein Geheule anzuhören. So, kann ich hier hoch? Ach nee, das hatten wir schon. Nee, das geht immer noch nicht. Hm, wie die auch hier so einfallend gebaut sind. Das sieht echt cool aus. Oh, wen haben wir da? Wie kommst du da hoch? Da hinten ist eine Treppe. Du bist aber nicht Anna. Also den Turm da oben, den finde ich sehr, 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 sehr interessant. Exotische Öle, fremdländische Kräuter, wohltuende Salben, durch, ne? Balsame. Ich hoffe, nächstes Mal. Kann ich vielleicht hier drin? Exotische Öle, fremdländische Kräuter, wohltuende Salben. Ich hätte gedacht, vielleicht kann ich da reingehen und dann oben auf den Turm gehen oder so. Gut, wir suchen weiter. Oh, ich mag diese Altstadt. Das ist wirklich sehr, sehr schön und stimmig. Da unten komme ich nicht weiter nach rechts, nein. Hier ist auch erstmal nichts. Hier ist eine Brauerei. Kann ich hier irgendwas tun? Nein, kann ich nicht. Schade, schade.
ist auch ein sehr hoher Turm, an den komme ich aber auch nicht ran. Ach du meine Güte, wo sollen denn die jetzt sein? Die sitzt wahrscheinlich in so einem Zeppelin. Sie ist an einem Ort, von dem aus man die Altstadt überblickt. Ja. Der Leuchtturm. Aber nein, der ist es ja nicht. Dann versuchen wir hier nochmal weiter hochzukommen. Und vielleicht finden wir hier irgendwo was. Wenn ich ein kurzes Nickerchen im Stehen mache, springst du für mich ein? Nein? Oh, schon gut. Da oben ist auch ein sehr, sehr hoher Turm. Dem ich so aber wahrscheinlich auch nicht rankomme. Ach, das ist schrecklich. Da hinten war ich schon. Ein Platz, von dem aus man die Altstadt überblicken kann. Ja, das ist ja dann im Prinzip entweder ein Turm oder sie sitzt auf dem Hausdach oder... Ich habe keine Ahnung. Macht die da? Achso, die schrauben an ihren Rohren rum. Kann man auch falsch verstehen, aber egal. So, da ist nur so ein Kessel. Schlimperdibix. Wo soll die sein? Dies gibt's doch nicht. Und hier ist einfach zu. Sonst wäre ein wunderbarer Shortcut. Ärgerlich, ärgerlich. Beim Gleichgewicht. Seid ihr ein Geist? Wo im Namen des Schattens seid ihr so plötzlich hergekommen? Ich tauche immer irgendwo auf einmal auf. Das ist eine alte Angewohnheit. So, hier ist ein Friseur. Wo geht's denn da überall hin? Hier war ich noch nicht überall. Oder war ich hier oben schon? Ging so, glaube ich, nur nach links zur Familie vom Arndt Stond. Da, wo mich die Frau blöd angemacht hat, weil ich ihren Mann erlöst habe. Der in meinen Augen auch keine Chance auf Überleben hätte. Also. Ich meine, der lag da mit. Geht weiter. Ihr dürft passieren. Nö. Mit einer ziemlich heftigen Schnittwunde und. Habt ihr euch verlaufen? Es sind doch überall Stadtpläne. Damit solltet ihr euch zurechtfinden. Ich komm klar, ich brauche nur ein Türmchen. Ist das der Platz? Ist sie das da vorne? Könnte sie das sein? Ja! Sehr schön. Endlich. Eine nette Aussicht, nicht wahr? Ich fand Makuria schon immer schön. Vor allem im Sommer. Die Metallröhren sind natürlich ziemliche Schandflecke. Und dieser Turm... Eigentlich gefällt mir der Turm ganz gut. Weshalb wolltet ihr euch mit mir treffen? So ungeduldig. Das wart ihr immer. Ich habe etwas für schlechte Zeiten aufgespart. Eigentlich jemanden. Und ja, das Wetter ist gerade nicht schlecht. Aber die Vorhersage für heute Abend klingt übel. Es kann nicht schaden, sich zusammenzutun und Informationen auszutauschen. Sie weiß etwas darüber, was heute Abend geschieht. Ich kann ihr noch nicht trauen, dafür kenne ich sie nicht gut genug. Ich meine, sie sagt, wir kennen uns zwar schon ewig. Ich habe so Verdacht. Jemanden für schlechte Zeiten aufgespart? Es gibt da einen Asadi-Offizier. Hochrangig, ein Hauptmann. Er hat eine Übereinkunft. Mit einer jungen Frau in der Altstadt. Einem Nichtmenschen. Er treibt's mit einer magischen? Eloquent, aber ja, er treibt's mit einer magischen. Wir wissen beide, was mit seiner Karriere wäre, wenn jemand das herausfände. Sie würden ihm seinen Rang aber kennen, ihn verhaften, foltern, wahrscheinlich zum Tode verurteilen. Und das alles für ein kleines blaues Mädchen und ein bisschen exotischen Sex. Euer Volk ist so vorhersehbar, Asadi, so leicht zu kompromittieren. Wisst ihr, je mehr ihr verbietet, desto mehr verlockende Sünden gibt es. Ihr seid ein Volk von Unterdrückern, ein Pulverfass, das leicht hochgeht. Aber wie wird uns diese Information nützen?
Heute hat der Offizier seinen Tag mit der jungen Dame. Sie hat ein Zimmer beim Zwielichtskai. Unser spitzer Hauptmann geht nie allein hin. Der Trottel bringt seinen uniformierten Knappen mit und lässt ihn Wache stehen. Praktisch ein Riesenpfeil, der auf die richtige Tür zeigt. Würdet ihr den Hauptmann in einer delikaten Lage vorfinden, gäbe es keine Grenzen dessen, was ihr erreichen könntet. Weshalb gebt ihr mir diese Informationen? Ihr hättet selbst davon profitieren können. Ich brauche weder Geld noch Druckmittel. Aber ich dachte, ihr könntet das nutzen und herausfinden, was los ist. Es vielleicht unterbinden, ein paar Leben retten oder ein paar nehmen. Ich dachte, ihr hättet nichts für den Widerstand übrig. Das habe ich nie gesagt. Und auch nicht das Gegenteil. Aber vielleicht habe ich etwas für andere Dinge übrig. Warum habt ihr mich hier herauskommen lassen? Um mir das zu sagen? Ich traue denen nicht. Oder sonst jemandem. Ich bin ein gebranntes Kind. Aber wieso ich? Weil ich euch vertraue, Kien. Oh, was? Soll ich sie küssen? Soll ich sie küssen? Soll ich sie küssen? Soll ich sie nicht küssen? Das ist nicht richtig. Ich kann sie nicht abweisen. Okay, ich küsse. Vielleicht kriegen wir dann Erinnerungen. Warum habt ihr... Anna! Okay. Wieso hat sie mich geküsst? Das würde mich jetzt interessieren. Okay, auf jeden Fall, unsere Ziele haben sich erneuert. Finde den Asadi-Offizier irgendwo in der Altstadt. Mal wieder irgendwo in der Altstadt. Aber was ist das für eine? Und ich vermute ja, dass dieses Baby, was wir im Buch 1 spielen durften, ja immer noch hier mit nächste einer Woche unserer komme ich Figuren zum ersten Mal in Verbindung steht. Seit Monaten aus Makuria raus. Bei der Göttin, ich kann es kaum erwarten. Das Interessante ist, dass das Ganze so in 70er-Jahres-Stil gehalten wurde, auch von der Musik und von der Frisur unseres Vaters und was weiß ich nicht was. Und, ja, aber unsere Mutter war eine magische, die hatte eine grüne Haut. Oder der Außerirdische oder so, ich weiß es nicht. Komm ich hier durch? Oh, das ist nett. Und, ja, sie vermutet, es deutet mehr darauf hin, dass es Kiens Mutter und Vater waren. Und dass diese Frau hier, die Rothaarige, tatsächlich mehr weiß. Ich habe gehört, wir kriegen bald Besucher aus... Wer ist da? Und von unserem Beschützer, der Geist. Ah, ich habe keine Ahnung. Ich bin nur im Rätseln. Ich habe die nicht-magischen Arzneien, die euer Körper braucht, so durch die Gegend. Alles zugelassen und genehmigt. So, in der Altstadt ist der also. Der Hauptmann, das müsste ja ein Asadi sein, der müsste ja auffällig sein. Ist sie vielleicht in einem Gebäude drin? Kann das sein? Gucken wir mal kurz. Häppchen, Gaumenfreude! Okay, vermutlich nicht. Der trifft sich wahrscheinlich gerade mit seiner Hübschen irgendwo und das werden die nicht am Marktplatz tun. Ich gehe mal hier rum. Obwohl, das ist ja jetzt eigentlich schon der Hafen. Aber so ein Hafen bietet sich doch eigentlich für ein heimliches Techtelmechtel an, oder? Hallo? Hier finden offizielle Angelegenheiten nach Asadi statt. Ihr solltet euch umdrehen und gehen. Aha, da ist er wohl. Finde deinen Weg. Finde einen Weg für Ablenkung zu sorgen. Ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Haben wir hier Munitionskisten? Nein? Blöd. Vor allem, wie konnte der mich direkt sehen? Ich bin ja eigentlich... Geht weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Ja, du kannst mich eigentlich auch nicht sehen. Huch, wo bin ich denn jetzt, Atta? Was können wir hier tun? Da ist die Brauerei. Hier irgendwas machen? Ich komme ja nicht dran vorbei, nein. Für Ablenkung sorgen. Kann ich dem auch ein hübsches Mädchen oder ein Bier holen oder so? Nein. Wie kriege ich den abgelenkt? Ich habe nichts dabei. Nach dem Kriegsrecht ist es mir erlaubt, mein Schwert gegen euch einzusetzen. Nur, dass ihr es wisst. Dann hole ich mir ein Nutella-Messer und mach dich platt. So, irgendwie. Er bewacht die Tür dieses Hauses. Dort muss es sein, wo der Asadi-Offizier sich mit seinem Mädchen trifft. Ah, du bist ein Fuchs.
Oh, cool, wie man hier reingucken kann. Sieht irgendwie stark aus. Okay, wo kann ich hier hin? Kann ich hier hoch? Interessant. Natürlich kann ich hier nicht hoch. Schade eigentlich. Kann ich hier durch? Yay, hier durch kann ich. Das ist eine schöne kleine Abkürzung. So, ich hätte vielleicht eine Möglichkeit, in der Taverne vielleicht beim Wirt einen Drink zu holen. Und ihm den vielleicht anzubieten. Aber ich würde sagen, dem Rätsel widmen wir uns in der nächsten Folge. Zu dem vom magischen und dem trächtigen Schwein? Und der kriegt den Witz immer noch nicht zusammen. Das heißt, wir sehen uns in der nächsten Folge. Schaltet wieder ein, wenn es hier weitergeht bei Dreamfall Chapters. Bis dahin, macht es gut.